Ich nehme keinen Schaden an. Finde ich schon mal gut. Ja, die können meinen magischen Rüstungsschutz doch eh nicht durchdringen. Ich finde das designtechnisch immer noch fragwürdig, dass man diesen Ring braucht, um dann alles rauszuwerfen und über die Insel, über das Fluss, Meer, Ozean, was auch immer zu spielen. Nein, da kommt doch kein normaler Mensch drauf, oder? Also für mich war das jetzt nicht so offensichtlich, muss ich sagen. Ich glaube, ohne Komplettlösung wäre ich hier schon aufgeschmissen. Gut, wenn ich lange genug rumgeprobiert hätte, vielleicht irgendwann ja, aber... Würdet ihr bitte explodieren? Ich habe heute noch was vor. Das ist ja doch eh keine Gegner für mich. Gut, ihr gebt wegen Erfahrungspunkte Gold und Waffen oder sonst. Hallo? Oh, okay gedrückt, was soll denn der Unsinn? Ich muss mal meine Zahnstoffe suchen. Eine Packung, damit ich den Autopiloten wieder aktivieren kann. Den Autokampf sozusagen. Hier gibt es ja keine Autokampffunktion. Wenn, dann könnten wir sie wahrscheinlich nicht benutzen, weil die KI die Intelligenz vom Knäckebrot nicht übersteigt. Ich muss hier drüben mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass der gleich, die können ja auch neben mich gehen, was ich nicht kann. Unfairerweise. Aber scheinbar steht da nicht so wirklich Interesse dran. Gut so. Und er ist immer noch nicht tot. Gut, aber sie haben alle keine Fernkampfwaffen mehr. Das ist sehr gut. Ja, ein Igel. Ja. Och, komm schon. Wirklich. Na gut. Wieso sind die überhaupt schneller als Igel und ich? Technisch. Wenn ich die jetzt angreife, haust du gleich wieder ab, oder? Wahrscheinlich. 12 Schadenspunkte. Das ist ein Argument. Erstaunlicherweise haut er nicht ab. Das heißt, ich treffe ihn wahrscheinlich nicht oder mein Schwert bricht ab. Ich treffe ihn natürlich nicht. 3, ja. Die Zeit, wo ihr mir Angst gemacht habt, sind vorbei. Das ist erstaunlich schnell. Nein, geht es nicht. Es war nicht erstaunlich schnell. Jetzt haut er aber gleich ab. Soll davon mal irgendwie so einen total nervigen Remix erstellen. Und den dann die ganze Zeit spielen. Und mir ist warm. Jetzt kommt er wieder zurück. Im Prinzip läuft hier ja nur Musik, ne? Ich kann also die Kopfhörer abnehmen. Gutes Argument. Und schon ist hier irgendwie 2 Grad kälter geworden. Gut. 11. Jetzt höre ich gar keine Musik mehr. Jetzt komme ich wirklich so vor, als würde ich nur mit mir selbst sprechen, aber... Also im Prinzip nicht anders, als wie wenn ich keine Let's Plays aufnehme. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man keine Freunde hat und einen niemand mag und so, ne? Ob ich mich mit diesem Handtuch erhängen könnte? Nein. 3. Okay. Ach komm schon, ihr verschissenen Ort. Du greifst noch an, nicht? Achso, du greifst den da schon an, okay. Jetzt drückt der wahrscheinlich gleich weg. Erstaunlicherweise nicht. Einen Schadenspunkt. Yeah. 11. 11 ist schon ein deutlich besseres Argument als einer. Hängt natürlich vom Gegner drauf an, weil
anderen Spielen, da machst du 11 Schaden, kannst du auch so gleich gar keinen machen, ne? Ja, war klar, dass das jetzt passiert. Und ich kann den nicht hinterher. Kommen die nochmal zurück? Der kommt nochmal zurück, der andere verpisst sich jetzt wohl ganz. Und der könnte mal aufhören, mich jetzt so oft zu treffen. Was soll denn der Unsinn? Oh, fick dich! Ich zieh dich lieber auch mal darüber. Nicht, dass gleich noch irgendein Malheur passiert. Zwei. Hey, hat zwei Schadenspunkte gemacht. Wichse kommt mit den Erfahrungspunkte. Nicht wie in manch anderem Spiel. Wo er nicht mal die Erfahrungspunkte bekommt. So, keine Ahnung, Final Fantasy war das da nicht so? Weiß nicht. Das Spiel war kacke. Grauenhaft. So. Ich meine mich aber grob zu erinnern, dass die Gegner da sich verpisst haben, dass sie dann keine Erfahrungspunkte gegeben haben. Könntest du jetzt bitte entweder abhauen oder hier bleiben? Entscheide dich. Gute Entscheidung. Oh, er bleibt immer noch da. Sehr gut. Dann kriege ich ihn vielleicht doch noch tot und ein bisschen Ausrüstung. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Der ist heute aber mutig, Junge. Er hat noch so viele Lebenspunkte, deswegen vielleicht. Und da ist er weg. Schön, aber ich bekomme. Nee, Selena bekommt ein Level ab. Und hat nun 13 weitere Trainingspunkte. Alter, warum bekomme ich so viel? Hier, ich habe eine Axt und ich habe ein beschlagenes Leder. Aber das kannst du dir sonst wohin stecken. So. Geht's hier noch irgendwo her? Raus? Oder wo kam der jetzt her? Nee, ich glaube einfach nur. Der stand da schon und kam von vorne und ich habe es nicht richtig gesehen. Okay. Nehmen wir aber mal an, so wäre es gewesen. Das ist wahrscheinlich die Unwahrheit, aber Details. Lass mich raten. Das Ding ist zu und ich brauche jetzt hier eventuell vielleicht die einst hübschen Holzschnitzereien dieser Türen sind fast zerstört. Es sieht so aus, als habe jemand versucht, die Tür mit einer Axt gewaltsam aufzubrechen. Offenbar aber vergeblich, denn sie ruht noch immer fest in ihren Angeln. Ich glaube, ich brauche jetzt hier den Schlüssel. Ah, ich habe die Tür aufgesprengt. Es bildet sich euch ein schreckliches Bild. Überall liegen Skelette und Teile von Skeletten herum. Was für Skelette sind das? Die, wo einfach nur als Deko rumliegen oder die, wo gleich aufstehen und mich töten? Was glaubst du denn? Oh, das, was ist da? Hm? Ein Dekorationsgegenstück. Gegenstand. Mensch, Dings. Okay, hier ist nichts. Hier ist das noch was? Nein, das ist auch wieder, das sieht aus wie ein Baumstumpf oder sowas. In einer Höhle. Ich habe fast das Gefühl, das stimmt so nicht. Ja. Die Frage ist, wenn die Orks da noch draußen waren, wer denn hier drin aufgeräumt? Ich wollte gerade hinausgehen, da dröhnt plötzlich ein lautes Gebrüll. Aus einem Nebengang taucht die Fratze eines Feuerwiesen auf. Lodern faucht euch an. Ah, endlich wieder Nachschub. Ist schon lange nichts Vernünftiges zu fressen vorbeigekommen. In diesen Worten schiebt sie der Koloss aus dem Gang und greift ihn mit seiner großen Keule an. Ich könnte jetzt einfach hier rausgehen, kann das sein? Hey, hey, willst du mal eine richtig große Keule sehen? Muss ich mal meine Hose hier aufmachen. Ja, hier hast du ein Geschoss. Voll ins Gesicht, ey.
Boah, ein Schadenspunkt und oh, 4, yeah. Au. Oh. Okay, wir belegen Selena scheinbar. Ich weiß schon, warum ich gespeichert habe. Ich könnte jetzt einfach hier rausgehen. Interessant. Eventuell bekomme ich dann auf dem Rückweg aber Probleme. Ach was, das täuscht. Ich müsste ihm mal ein paar Zauber beibringen, aber seine Fähigkeiten zaubern zu lernen sind doch eher beschränkt. Au. Ich habe keinen Bock, 200 Stunden zu laden, zu speichern. Naja, wenigstens mache ich Schaden. Au. So, bitte damit aufhören und einfach nichts tun. Oder zumindest Selena angreifen, die sie permanent bewegt und deswegen sie nicht von denen nicht getroffen wird. Au. Der Kerl will mir nicht gefallen. Wie viele Lebenspunkte habe ich denn überhaupt noch? 26. Würde ich sagen, ich mache weiter, bis er mich nochmal trifft. Hoffe, dass ich überlebe und... 24. Gewagt, gewagt, aber... Nein, nein, nicht das hier. Yeah, Headshot, Mann. Voll in die Brust. 6. 6. 6. Hm, daran erinnere mich das jetzt. Es wird mir zu heiß, ehrlich gesagt. Dabei ist die ganze Zeit schon heiß. Yeah. Liebe es, wie diese Taktik immer wieder funktioniert. Ich mag das. Ach komm schon, nicht schon wieder. Cool, dass ich neue Äxte gesammelt habe, bevor ich vor dem Kampf. Worin unterscheidet sich der Feuerriese überhaupt von einem normalen Riesen? Also außer, dass er einen anderen Namen hat. Ja, er hält mir aus und macht mir Schaden. Ist doch ganz offensichtlich. Ja, hat der Gegner eine andere Farbe, dann ist das eine neue Version. Oder einen anderen Namen. Das war schon immer so, ne? Jetzt muss ich noch hoffen, dass irgendwann mal Igel auch was trifft und Schaden macht. Und mal die Zauber gelegentlich gelingen. So. Ich könnte natürlich mit Pfeil und Bogen drauf schießen, aber das ist... Hebe ich mir für irgendwann mal auf, wenn ich... Irgendwann mal. Was? Er hat was denn ab... Was? Nein, das darf der? Darf meine Zaubersprüche abwehren? Ich glaube, es geht los. Inzwischen hat er doch 95%. Das sollte er doch mal so ein bisschen was... Er richtet halt keinen Schaden an. Meine Zauber... Misslingen. Sehr gut. Ganz großes Kino. Oder er wehrt sie ab. Darf der das? Kann ich das auch? Also. So, vielleicht ein bisschen. Headshot. Gut. Oh. Fast vergessen, die Aufnahme mal neu zu starten. Bei Ambermoon hatte ich zwar nie, Ambassador hatte ich zwar nie Probleme, aber hier kein Risiko ein. Geh doch einfach sterben. Geh sterben, Alter, niemand mag dich. Ist voll hässlich und du stinkst und du hast gar kein Feuer. Oh, komm, richte halt mal Schaden an. Du hast eine plus 8 Waffe. Das ist doch damit mal irgendwie. Jetzt mach doch mal Schaden. Viel besser ist das Schwert hier doch auch nicht.
Okay, das macht das 15, das ist auch nur das Doppelte. Also wirklich. Ach komm schon, du hast doch vorhin auch mal irgendwann Schaden angerichtet, ganz am Anfang. Jetzt hast du keinen Bock mehr, Sechsten. Oh, komm schon. Der halt keinen Schaden mehr macht seit irgendwie 20 Runden. Och komm schon, richte halt ein bisschen Schaden an. Oder soll ich die Waffen vielleicht besser mal tauschen? Ach, na endlich, macht mir wieder Schaden. Gut, machen wir es halt mal so. Wie, du brichst das Ding gleich ab, dann streich. Na, okay, das hat sich jetzt voll gelohnt, das noch zu tauschen. Ne, reicht Level 9. Nee, ich habe inzwischen 82 Spruchpunkte. Trainingspunkte. Keule, taugt die was? Wahrscheinlich nicht. Gut, Keule. Ich keule mir ein, was ist denn? Mein großes. Okay. So, weil ich die Keule noch eingepackt habe oder was? Dann eben nicht, so. Gut. Ist hier noch irgendwas von Interesse? Ein Totenschädel. Da geht's ja noch lang. Nein, ich will nicht reden. Ich will schweigen für immer. Oh, da ist noch Zeug. In diesem Kopf finde ich eine Habseligkeit der Opfer des Feuerriesen. Ja. Ist gekauft. Hat er doch nicht verflucht oder so? Das 25? Also entweder haben sie da viel gedreht oder man findet halt einfach schon sau früh mächtige Waffen. Was ich jetzt nicht, mich nicht drüber beschweren möchte, ne? Kleidung, Robe, das ist wertloser Müll im Prinzip, das sind mehr Stiefel, Buckler. Kannst du den Buckler oder sowas noch tragen? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Gut, dann lasse ich das erstmal liegen, wer weiß, was ich noch alles aufsammeln muss. Man kann sie ja später noch holen. Gut, dass ich da nochmal reingeguckt habe. Das ist 25. Joa, kann man gerade so mitleben, würde ich sagen. Gerade ist ein bisschen schwächlich auf der Brust, die Waffe, aber. Ja. Mit viel gutem Willen kann man die gerade so akzeptieren, diese kleine Waffe. So. Ich würde jetzt gerne mal irgendein schmiedähnliches Ding finden. Ich würde jetzt gerne erstmal die Stadt finden. Auch mal eine Karte gucken, ja, muss ich hier links weiter. Ich bin schon richtig, Mann. Ich bin direkt richtig. Ich bin so gut. Das glaubt man gar nicht. Und hier haben sie das Zeug einfach zusammengeklebt, was man den nicht passenden Übergang sieht. Ja, da muss ich glaube ich rüber und dann bin ich in Burnville, Burnville, wie auch immer. Wo ist denn die scheiß Tür? Da ist die Tür. Dieser Ort kann später schnell erreicht werden.
Als ihr die Stadt betretet, seht ihr sofort, dass es hier furchtbar gebrannt haben muss. Ach nö. Fast alle Häuser sind schwer beschädigt und alles ist schwarz von Ruß. Von den Russen. Etwas, nein. Kein lebendes Wesen ist zu erblicken und es herrscht Toten. Was? Ich hab hier irgendwie erwartet, einen. Ich weiß nicht. Schmied zu finden, der Waffen. Aber. Es wird nicht sein, dass die Stadt an leer ist, oder? Nein. Doch, will es mir, glaube ich. Was steht da? Zum Kaktus. Übernachtung nur 20 Gold pro Person. Inhaber Karl Aktus. Karl Aktus, ja. Dieser Ort kann später schnell erreicht werden. Ihr ruft und sucht alle Räume ab, aber das Haus ist offenbar verlassen. Moment, was steht da noch? Dolzhaf steht Lendars Biergarten, bei Regen geschlossen. Regnet ja nicht, also ich hätte jetzt gerne mal ein Bier und einen Leberkäse. Eine ordentlichen